Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Ingersons Spiel Faster Than Light. Wir haben den Kristallokreuzer, sind in Sektor 5 von 8 angekommen, einem Mantis-Sektor. Haben einen Auftrag, wo wir dann hoffentlich ganz viel Schrott bekommen. Unser Schiff ist durchschnittlich, glaube ich, für Sektor 5 ein bisschen underpowered. Aber wir haben es immer so erweitert, dass wir hier gut durchkommen. Von daher bin ich gespannt, ob wir das wirklich schaffen, den Endgegner zu besiegen, weil mit der momentanen Befeuerung oder mit unserer momentanen Feuerpower ist das doch relativ schwierig. Aber jetzt die Waffensteuerung zu verbessern, bringt nicht wirklich was. Also bringt immer was, aber uns fehlt so ein bisschen hier und da mal der Scrap, der richtig viele Scrap, mit dem wir mal ein System richtig gut aufbauen können. Du kommst in unmittelbarer Nähe eines Sterns an und erhältst die Nachricht eines Piratenschiffs. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Unser Schiff ist schwer beschädigt und wir sind verzweifelt. Es macht Ihnen doch nichts aus, dass wir Ihres holen, oder? Es sind Feinde an Bord. Nur zwei? Gut, wir werden mit dir und dir kämpfen. Nee. Ihr geht beide hier rein und wir machen hier die Türen auf. So sieht es nämlich aus. Dann bekommen die schon mal so ein bisschen. Und dann können wir immer noch raus. Und bevor der Sonnensturm kommt, sind wir hier weg. Und dann bekommen die beiden sogar noch ihren Bonus für das Töten. Nice! Und das noch vor der Sonneneruption. Wir sind weg. Wir sind beim Notfall. Von hier aus kommen wir auch zum Auftrag, ja. Du stößt in der Nähe auf eine Bergbaukolonie der Menschen, in der eine unbekannte Krankheit wütet. Es sollte eine Quarantänezone eingerichtet werden, aber es kam zu Aufständen. Wir können Crews schicken, um zu helfen und die Menge in den Griff zu bekommen, was den sicheren Tod bedeutet. Ihre Anfrage ignorieren und weiterfliegen, was kein gutes Karma bedeutet. Dein fehlendes Crewmitglied schicken, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Es ist unwahrscheinlich, dass ein menschliches Virus dem beeindruckenden Immunsystem der Fehlis etwas anhaben kann. Daher schickst du ihn. Er schüchtert die Arbeiter lange genug ein, sodass die Sicherheitskräfte eine Quarantänezone einrichten können. Die Anführer bieten dir zum Dank eine Belohnung an und versichern dir, dass sie mit Hochdruck nach einem Heilmittel suchen. 3 Raketen, ein Thronteil, 19 Schrott nehmen wir gerne mit, dafür, dass wir nicht wirklich was machen müssen. Das passt doch soweit. Sag mal, ich gehe diesmal auf Nummer sicher. Diese Kleinigkeiten hier, diese 19 Lebenspunkte, können am Ende den Unterschied ausmachen. Zwischen der Rebellion, dem Sieg der Rebellion und dem weiter Fortbestand der Föderation. Shop. Brauchen wir einen Shop? Wenn, dann würde ich auch hier mitgehen. Hier nochmal 50 Scrap holen. Bei der Sonneneruption natürlich. Wer weiß, wieso die Mantis mal wieder sich dafür entschieden haben. Aber die sollen ruhig rüberkommen. Wir gehen mit der Hermes in die Schilde. Wir sehen keine Raketen, deswegen gehen wir mit der Kampfdrohne rein. Er geht ins Waffensystem zum Kämpfen. Aber da kommt er auf 2 Dudes mit richtig viel Lebenspunkten. Gegen die er keine Chance hat. Verfehlt. Irgendwas hat verfehlt. Sehr gut. Im Gegensatz zu uns. Wir treffen mit allem, was wir haben. Und gehen ins Waffensystem. Unsere Drohne richtet Unmengen an Schaden an. Hier ist ein Hüllenbruch. Sehr nice. Wir gehen. Sollen wir hier nochmal rein? Ne, wir gehen nochmal weiter in die Waffen. Dann sollte er auch tot sein. Verfehlt aber. Naja. Die haben das können wir sparen. Wir haben hier nur einen Hüllenpunkt Schaden. Super duper. 48, so wie ich es vorhergesagt habe. Der Antrieb lädt. Wir warten noch, bis das Feuer hier gelöscht ist. Und sind raus, bevor wir uns irgendwie die Hände schmutzig gemacht haben. Frickes macht beim Shop. Macht sich beim Shop frisch. Nice, nice, nice.
Ein meintes Frachter in Schwierigkeiten auf dem Weg zum Knotenpunkt leitet gerade sämtliche Energie in die Schilde. Als du angesprungen kommst. Du fährst deine Waffen hoch, um ein Zeichen zu setzen, und sie stimmen widerwillig zu, dir einen Teil ihrer Fracht zu überlassen. Für einen Preis. Crew-Teleporter, Hilfsbatterie, Klonstation, Flak, Schnellfeuer, Laser 3, meine Lieblingswaffe. 5 Schüsse pro Ladung, 19 Ladezeit. Aber 4 Energie, Schwarmwerfer, kann mit einer Ladezeit mehrere Sprengköpfe replizieren. Ist teuer, kostet unglaublich Energie, aber es ist halt schon, richtig gut. Brauchen wir so viel Feuerpower. Zum Ende hin ja. Schon, oder? Ah, ich kann nicht widerstehen. Aber wofür dann die Hermes? Haben wir aber noch 4 Punkte, die wir verbessern können? Ja, schon. Aber dann wird man nie in der Lage sein, alle unsere Waffen gleichzeitig laufen zu lassen. Es ist wie so vieles im Leben. Es ist eigentlich unnötig, aber die unnötigen Dinge sind einfach die schönsten, ne? Wir kaufen sie. Kann ich anders. Ich muss sie kaufen. Wir nehmen noch ein Thronteil mit. Bisschen Sprit. Und schauen mal. Ja. Auf zum Auftrag. Die Kombi hier werden wir auch immer wieder nutzen. Bei diesem Signalpunkt treibt ein automatisierter Rebellenaufklärer im Raum. Er ist unbeschädigt, aber nicht aktiv. Versuchen die Daten Schiffs herunterzuladen. Besser keine Aktivierung riskieren und ein bisschen Schrott sammeln. 20. Neues. Weiter. Hier rüber. Wer weiß, wieso sich die Mantis so nah. Das ist halt der Klassiker aktuell. Sie haben diesen krassen Mega-Laser. Der kann zum Problem werden. Da ist die Frage, ob es Sinn macht, so lange zu warten, bis er einmal geschossen hat. Oder nicht doch besser die Hermes. Oder sind wir schon bei der ersten Auseinandersetzung, bei der wir schon keinen das nicht mehr machen wollen. Die Hermes sicherheitshalber direkt in die Waffen zu bollern. Gut, dass hier noch nicht voll ist mit Nein! Ja, wenn wir hier rausgehen, dann ist ja klar. Nee. Sehr gut. Dann müssen wir eine Hermes in die Schilde ballern, um hier eine Chance zu haben. Huch, Frickes. Hat sich im Shop. Ah, nicht gut. Den Sauerstoff brauchen wir. Sie gehen raus. Okay. Wir machen hier zu. Er kann hier nicht durch, solange es keinen Sauerstoff gibt. Die Hermes ist reserviert für die Schilde. Soweit so gut. Und wir haben keine Drohne am Start. Und wir können es natürlich Drohne und... Ja, wieso konnte er überhaupt... Ja. Kampfdrohne nehmen wir auch mit. Trotz des Treffers, trotz der 2 Punkte, kann sein Superlaser nach wie vor schießen. Ich glaube, der macht 1 Schaden pro Raum. Noch nicht jetzt, aber flott. Da er nur einen Laser hat, ist es eigentlich irrelevant, ob wir hier überhaupt Evasion haben. Aber viel mehr können wir jetzt auch nicht einsetzen. Wollen wir mit den beiden weitermachen oder... Doch schon. Wir brauchen die Hermes nicht. Wir gehen hier rüber und machen alles dafür, dass dieser Laser nicht mehr schießen kann. Ah, er kommt nicht durch unsere Schilde durch. Wir haben Feuer an Bord, aber nur hier. Das kriegen wir durch das Öffnen der Türen wieder weg. Sieht doch soweit gut aus. Zack. Kaputto. Wir kämpfen hier.
Wir kämpfen gegen zwei. Oha, 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 oha. Und das in der Sonneneruption, das ist natürlich nicht geil. Und die beiden können sie erstmal nichts machen, ne? Dann gehen wir mit euch beiden hier rein, bevor sie das Belohnsystem zerstören, wir ja gar nicht mehr wegkommen. Können wir zum Shop? Wir können zum Auftrag. Ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir machen alles zu. Wir werden noch eine Sonneneruption leider mitnehmen müssen. Tauschen Tisch aus gegen Tisch. Gewinnen wir das hier. Roller verloren. Durch Missmanagement. Ich war mir sicher, dass wir das schaffen, aber wir haben es nicht geschafft. Sorry. Sorry, Troller. Ah. Teil 38 der unnötigen Fehler. Heute. Das können wir hin, oder? Müssen wir jetzt nicht tauschen hier, die Position. Ah, Junge. Junge, Junge, Junge. Wer fehlt denn jetzt? Schild. Schilde auch noch. Oh, jetzt gibt es noch eine Sonneneruption mit, oder? Ja, kriegen wir. In hier oben. Müssen wir austreten, bevor wir weiterfliegen. Ja, was hier zum Glück nix. Oh. Na gut. Alles halb so schlimm. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Es ist noch nichts verloren. Wir haben nur ein sehr wertvolles Crewmitglied verloren. Du holst die beiden Snacko-Schiffe ein, die ihren Überfall bereits ausführen. Ein Schiff befindet sich im Nahkampf mit dem Piraten. Das andere scheint zu einem kleinen Raumdepot zu fliegen, das der Pirat beschützt hat. Plötzlich geht das erste Schiff in Flammen auf und ich erreiche eine dringende Nachricht vom verbleibenden Snacko-Schiff. Wie wäre es, wenn sie das Piratenschiff ablenken, während wir die Beute holen? Wir machen halbe halbe. Wir fliegen zum Depot. Also sieh, dass du zum Depot fliegst. Schickt der Snacko-Kapitän dir eine Nachricht. Törichte Aliens. Kein Blick für Gewinnen. Viel Glück. Er springt weg und du stehst dem Piraten allein gegenüber. Mit einem Dreierschild. Bei einem Dreierschild lohnt sich meiner Meinung nach. Was ist das denn? Doppellaser und Laserstrahl. Dann aber noch, werden wir gleich gebordet und sind nicht topfit. Okay, wir können hier rein. Wir brauchen keine Abwehrdrohne mehr, gehen mit der Kampfdrohne rein. Wir nutzen den Schnellfeuerlaser. Sehr gut, das war der für uns bestmögliche Raum. Und selbst wenn sie dann hier reinkommen, ist die Frage. Ja, macht schon Sinn, da jetzt auch reinzugehen. Aber auch nur erstmal hier gucken, dass wir es, ja, deflecken können, machen wir nicht. Zu und zurück auf die Station. Okay, wir konnten einen Schaden machen mit unserem 5er Laser. Immerhin. Aber ich glaube, langfristig ist keine gute Strategie. Nicht, wenn wir nicht auch noch eine Hermes in die Schilde reinschicken vorher. Sie gehen auf das Drohnensystem. Hier haben wir nur mit euch beiden die Möglichkeit, ein bisschen abzulenken, aber auch nicht lange. Auch da nicht wirklich viel. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir beim Drohnensystem jetzt leider nicht allzu viel retten können, nicht wahr? Denn den Kampf können wir nicht gewinnen. Wir haben leider ein Crewmitglied weniger als vorher. Von daher müssen wir euch hier in die Krankenstation schicken. So schnell wie möglich. Aber was machen wir denn gegen die Eindringlinge jetzt? Sie gewähren lassen? Schaden? Kampfdrohne ist schon
aus. Okay. Die Waffen sind wenigstens aus. Wir halten sie so ein bisschen auf mit unseren guten Türen. Wir können mit euch dreien reingehen zum Kämpfen. Aber erstmal dorthin. Und Schnellfeuerlaser. Ah, da habe ich mich wieder blenden lassen. Von den vielen, vielen Lasern. Wir gehen zu dritt rein in der Hoffnung, dass wir ein bisschen sie aufhalten zu können. Haben wir natürlich, ganz natürlich haben wir da. Was ist mit dir? Warum bist du nicht aktiviert? Mhm. Und sie gehen raus. Puh. Okay, wir reparieren das Drohnen. Ja, nee. Wir müssen uns heilen. Ich meine, die kommen ja wieder. Die kommen wieder, da müssen wir vorbereitet sein. Hier können wir auf jeden Fall einmal durchdringen. Sie haben auch niemanden besetzt. Noch eine Hermes fände ich gut. Da hat er einiges zum Reparieren. Und jetzt gehen sie doch auf die aufs Pylonensystem. Okay. Das war's. Eieieiei. Pirat ist erledigt und du suchst erneut nach dem Depot. Doch es ist in den Wolken verschwunden. Du tröstest dich mit der Beute aus dem gut bewaffneten Piratenschiff. Das ist nicht allzu große Beute. Ich hätte gehofft, dass das Depot uns mehr bietet. Und ich wollte auch nicht mit den Snackos gemeinsame Sachen machen. Das ist klar. Wir heilen, was das Zeug hält. Damit wir nicht mehr wegen 5 Trefferpunkten oder so jemanden verlieren. Das wäre nicht so gut. Und springen in den nächsten Nebel. Die Anschaffung des Schnellfeuerlasers würde ich heute nicht besser machen. Aber es konnte nicht anders. Ich musste ihn haben. Wir nehmen den mit und gehen dann da runter. Du fängst den Notruf eines Zivilschiffs auf. Es wird von einem Mantis-Schiff verfolgt. Dem Zivilschiff helfen. Du aktivierst deine Waffen und machst dich bereit, die Mantis anzugreifen. Hermes in die Schilde und Kristallohammer in die Waffen danach. Wir haben jede Menge Laser und 2 Teleportationsbomben. Wir gehen mit der Kampfdrohne rein. Wir werden gebordet. Können hier aber zum Glück ein bisschen was dagegen machen. Gehen hier wieder rein, bevor sie es ausschalten. Sehr gut. Schilde sind kaputt. Sauerstoff ist kaputt. Was ist denn passiert? Wieso haben wir hier nicht geschossen? Sie gehen raus. Wir gehen rein. Zur Schildreparatur, wenn wir da überhaupt noch unterstützen können. Dann bleib lieber direkt in dem Sauerstoff. Die Hermes. Ich bin so ein bisschen überfordert gerade, wie ihr merkt. Drohne ist aus. Hermes hat nicht getroffen. Der Kristallhammer kann nicht durch 2 Schilde durch. Wir müssen warten, bis die Hermes wieder oben ist. Wir reparieren den Sauerstoff. Verzichten hier auf Evasion, damit wir die Drohnen wieder online kriegen. In den Schilden lässt es sich gut kämpfen. Okay, sie wollen direkt zu uns. Sollen sie machen. Zu zweit passt das doch. Aber dann gehen wir hier hoch. Wo wollen sie denn hin? Die Hermes ist ready. Getroffen. Wir wurden auch getroffen, aber da können wir noch schießen, oder? Jetzt gehen sie auf den Sauerstoff. Den brauchen wir, der ist wichtig. Du gehst mit Egonson rein. Die Waffen sind komplett außer Gefecht gesetzt. Die Kampfdrohne ist gleich wieder online. Sie gehen wieder. Wir machen die Türen zu. Haben alle Systeme fast am Start.
Und das soll jetzt aber schnellstens wieder Sauerstoff da sein, ja. Gut, hier brauchen wir... Na doch, das nimmst du noch mit, sei doch da bist. Wir haben ja gerade genügend Energie. So, hier sehen wir, dass wir in wenigen Sekunden verfehlt, sehr gut. FTL bereit, werden wir nicht machen. Das Schiff nehmen wir mit, verfehlt. Wir müssen zweimal jetzt eine 1 und verfehlt, sehr gut. Liefer hervorragend. Wollen wir einen Schnellfeuerlaser nutzen? Ich weiß nicht, ob wir ihn noch so lange online halten können. Gucken wir mal, wenn er mit seinem Mantis hier die Schilde repariert, dann gehe ich davon aus, dass wir... Kampfdrohne verloren. Shit. Antrieb verloren. Wir reparieren. Kampfdrohne ist wieder ready. Schnellfeuerlaser auch. Da gehen wir rein. Haben nur einen Schaden machen können. Krankenstation ist down. Wir gehen alle auf Position. 2 Schaden. Das ist... Da ist nichts mehr zu holen. Der Schnellfeuerlaser ist, glaube ich, eine gute Unterstützungswaffe. Aber sie kann keine Kämpfe gewinnen, ne? Schilde sind down. Waffen sind down. Aber er hat nur noch 2 Hüllenpunkte. Von daher... Aber jetzt 3 Schaden gemacht und auch 3 Schildpunkte, durch die wir nicht durchkommen mehr. Außer wir nehmen noch eine Waffe mit, bei der wir warten müssen, bis sie ready ist. Aber auch dann bringt das nicht viel. Wir müssen die Hermes aktivieren. Denn die kann, wenn sie trifft, uns retten. Wir nehmen richtig viel Schaden. Wir können hier nicht aufmachen, weil die Türen kaputt sind. Die Hermes wird alles retten. Die Hermes wird treffen. Zum Glück hat er nur noch einmal schießen können. 48 Schrott, richtig gut. Das Schiff antwortet. Zum Glück sind sie gekommen. Andernfalls wären wir jetzt tot. Ich bin Schiffsbauer und würde mich gern bei Ihnen für Ihre Hilfe revanchieren. Der Kapitän bietet dir an, Ausrüstung auf deinem Schiff einzubauen. Betäubungsbombe und 20 Schrotto. Nice so, hier machen wir die Türen auf. Das Türsystem wird repariert. Die Drohnensysteme werden repariert. Die Krankenstation wird repariert. Und in die Krankenstation gehen wir auch gleich, sobald Platz ist. Mit allen zusammen machen wir da einen kleinen Ausflug. Und da ist auch jetzt genügend Platz und auch wieder Sauerstoff. Wir lassen es uns alle gut gehen, kleben uns im Pflasterchen auf unsere Blessuren und nehmen noch eine Aspirin plus C. Wir brauchen so viel Vitamin C, wie wir kriegen können für den weiteren Verlauf unserer Reise, damit wir kein Skorbut bekommen. Wir schauen, ob es einen Shop in der Nähe gibt. Den gibt es nicht. Dann würde ich behaupten wollen, dass wir unser Waffensystem weiter ausbauen können. Wir haben 125,2 Waffenpunkte. Das würde bedeuten, wir könnten mit der Hermes und den beiden gleichzeitig angreifen. Noch ein mehr, da müssten wir irgendwo was abzwacken, aber dann haben wir richtig starke Power zum Anfang. Und das machen wir auch, weil, wenn es eh keinen Shop gibt, dann bringt es uns jetzt hier irgendwie, bringt es uns jetzt nichts, hier irgendwie was aufzusparen. Da ist es wichtig, weiß man, ist hier oben ein Shop? Ich weiß es nicht. Hier würde man nur diesen Weg beschreiten können, wenn nicht so gut. Hier waren wir schon, hier nicht, 1, 2, 3, das dauert zu lang, oder? So viele Sprünge haben wir nicht mehr. Wieso waren wir hier schon? War hier der Auftrag oder was? Und dann sind wir wieder zurückgesprungen. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Wir gehen hier hin, nehmen die beiden mit und gehen dann zum Ausgang.
Auch wenn das einen Sprit kostet. Machen wir. Passt das mit dem Ausgang? Wir werden es rausfinden. Wenn nicht, machen wir ein Dive. Wir sind jetzt gut ausgestattet mit Waffen. Das Einzige, was dieser Signalpunkt bietet, ist nichts. 10 Raketen für 30 Schrott verkaufen. Nee. Oh, 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 oh. Ich glaube, das sind die Rebellen. Da sind sie schon. Okay. Das bringt es hier, gegen die zu kämpfen. Wir müssen schauen, dass wir unseren FTL-Antrieb so schnell wie möglich fit bekommen. Und raus da. Ich würde jetzt auch gar keine Raketen irgendwie nutzen wollen. Wir müssen hier sicherstellen, dass das nicht allzu viel... Ah, ja, 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 Antrieb. Das ist ja... Das ist ja gar nicht gut, dass wir den Antrieb getroffen haben. Okay, wir gehen trotzdem... Wir müssen jetzt doch rein. Wir schicken da eine Hermes rein. Treffen, sehr gut. Das hat 2 Schüsse pro Ladung. Die gehen zuerst rein. Dann gehen wir... Verfehlt, können wenigstens ein bisschen. Wir brauchen eine Abwehrdrohne. Wir sterben hier gleich, wenn wir nicht aufpassen. Wir gehen mit den beiden Rocks rein. Du nimmst diesen Weg zurück. Haben die Türen verloren. Müssen hier dringend mit allem, was wir haben, den Antrieb wieder in Flott kriegen. Die Hermes steht bereit, nochmal in die Schilde zu gehen. Wir haben mit der Abwehrdrohne zum Glück eine böse Rakete abgefangen. Die Schilde sind so weit unten, dass wir jetzt eine Chance haben, ihnen noch weiter Schaden zuzufügen. Wir werden gebordet. Sie suchen den Kampf in der Mad Station, was gut für uns ist. Da haben wir kein Problem mit. Wir müssen uns von dir hier verabschieden, um hier wieder an den Start zu gehen. Egonson geht an die ins Pylonensystem. Die Hermes ist bereit. Wir müssen viele Raketen aufwenden, um jetzt sicherzustellen, nicht zu sterben. Denn wir brauchen noch lange, bis wir hier wieder ready sind. Wir gehen hier rein, nach wie vor. Ich glaube, dass das eine gute Idee ist, wenn wir die drei nochmal schwächen. Zack. Mit Team hier. Komm mal hier rein, in der Hoffnung, noch weitere auszuschalten. Es sind nur noch... Wir haben 2 getötet. Ist auch gut. Die beiden sind noch am Kämpfen. Wir haben wieder das Türensystem verloren. Zum Glück waren es 2-mal dasselbe System. Der FTL-Antrieb lädt. Das ist gut. Wenn wir mit der... Ja... Was können wir machen? Wir können, glaube ich, schon gewinnen. Wir bekommen da nur 1 Scrap, aber es geht gar nicht darum, das Schiff auseinanderzunehmen. Es geht darum, zu überleben. Das ist die Frage, wollen wir... Okay, Schilde sind komplett down. Er geht wohin? Er geht in die... Die beiden verabschieden sich. Dann schicken wir noch eine Hermes und noch einen von dir rein. Da beide das unbemannt ist, werden wir gewinnen. Sehr gut. Weiter. Das ASB ist noch ready. Wir müssen hier weg. So schnell es irgendwie geht. Felix-Gebiet, da wollten wir doch die ganze Zeit schon hin. Nur deswegen sind wir überhaupt hierher gekommen. Felix sind gegenüber anderen Alien-Völkern, die ihre Grenzen übertreten, äußerst aggressiv eingestellt. Halte dich hier lieber im Verborgenen. Das Erste, was ich mache, ist, alle wieder fit zu machen. Dann gehen wir hier rein, reparieren das. Ihr bekommt auch noch eine Behandlung vom Arzt. Wir haben ein Auge auf euch beiden. Wir haben nichts verloren. Klar, wir haben ordentlich Schuldenpunkte verloren. Aber alles sind noch da. Alle Crewmitglieder. Wir haben keinen verloren. Wir haben das Spiel nicht verloren. Ist auch wichtig. Es repariert ja im Vakuum. Ist auch nicht so ideal. Aber da könnt ihr gleich euch von euren Leiden befreien. Sehr gut. Wir haben nur einen Schrott im Lager. Das ist herausfordernd.
Wir sind in Sektor 6 angekommen. Gerade so. Wir haben noch 7 Höhlenpunkte. Ist ja auch was. Ist ja jetzt nicht so, dass wir kurz davor sind, das Spiel zu verlieren, ne? Aber ein Shop wäre schon gut. Da müssen wir wahrscheinlich den Kristallo-Fresser verkaufen, wenn wir jetzt kristalline Rache. Schauen wir mal. Wie ihr seht, haben wir noch 8 Sprit, 7 Raketen, 6 Thronteile und 5 Höhlenpunkte. Ne, es sind mehr, es sind 7. Wir haben ordentlich einstecken müssen, weil wir im letzten Sektor uns vertan haben um wenige Millimeter und dann doch mit den Rebellenschiffen uns auseinandersetzen mussten. Wir konnten es gewinnen. Ich wäre gern geflohen, aber dass als erstes das Triebwerk getroffen haben, blieb uns nichts anderes übrig, als dann auch selbst in die Offensive zu gehen. Haben jetzt einiges an Ressourcen und Höhlenpunkten verloren. Unsere Crew ist noch fast vollständig. Wir haben Niklas ist da, Helly. Troller haben wir verloren, vor ein paar Sektoren schon. Auch durch Missmanagement. Von daher wird es spannend, wie es weitergeht. Wir gehen hier runter, weil wir brauchen einen Shop. Und von dort aus... Deine Schilde werden ziemlich beansprucht. Also die Trümmer eines Asteroidenfelds. Als sie die Trümmer eines Asteroidenfelds abwehren. Du suchst dir einen Weg zwischen den Felsen hindurch. Als du auf einen Felis Piratenfestung stößt. Du bemerkst Teleport-Signaturen und hörst Rufe auf dem Schiff. Eindringlinge an Bord. Sie gehen hier rein. Das gefällt. Ich würde sie auch dort lassen. Und wieder mit dir hier kämpfen wollen. Wir haben das System am Start. Wir gehen mit der Abwehrdrohne rein, weil sie hier 2 Raketen haben und auch die Abwehrdrohne gegen Asteroiden hilft. Mit nicht genug Energie. Ja. Wo können wir die Energie abzwacken? Nirgends. Wir müssen so kämpfen. Mit der Hermes gehen wir in die Schilde und mit dem kristallinen Hammer dann in die Waffen, würde ich behaupten wollen. Ja. Rakete abgewehrt. Die Abwehrdrohne. Schnell reparieren. Sauerstoff halb so schlimm. Wir sind hier safe. Die Hermes hat nicht getroffen, wenn ich das richtig sehe. Schade. Sind sie jetzt 2 da drauf oder was? Und haben das System auch ausgeschaltet. Wir gehen zurück in die... Das war's. Das war eine schnelle Folge. Naja. Da haben wir das Pech gehabt, direkt in das sehr stark bewaffnete Schiff zu kommen. Das Pech gehabt, dann auch noch gleichzeitig ein Asteroidenfeld zu haben, unsere Schilde nicht upgraded zu haben. Stattdessen sind wir auf die Waffen gegangen. Das war auch so eine Schlüsselentscheidung, die dann getroffen werden musste. Aber meiner Meinung nach dann auch falsch. Wir haben 2270 Punkte erreicht. In der Statistik sehen wir, dass das der beste Durchgang war, den ich bisher mit der Braweis gemacht habe. Und ich würde sagen, wir machen Neues. Ich schaue, dass den Teil hier dann doch noch mit in den alten Teil reinpacke und würde eine neue Runde starten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch und freue mich darauf, euch zum nächsten Durchgang dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Sonn.